AlphaVille. Und hier sitzt er, der Mann von AlphaVille, Marian Gold. Willkommen im Oma-Café. Danke. Ja, Forever Young, das ist uns immer noch im Ohr und hält uns auch für immer jung. Ihr Musiker macht es ja sozusagen so, dass man das Alterwerden eigentlich gar nicht merkt, weil man auf der Bühne immer noch die Songs der eigenen Jugend bringt. Wie macht man das selber mit dem Älterwerden in der Musik? Das ist eine Illusion. Ne? Ich meine, man merkt zwar selber nicht, dass man älter wird, aber man wird es. Und der Song Forever Young handelt eigentlich genau von dieser Illusion. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das ernst gemeint war, sondern es ist natürlich ein etwas sarkastischer Beitrag irgendwie zu diesem Thema, als wir das Ding damals geschrieben haben. Also es war uns auch schon damals klar, ne, dass es sowas wie ewige Jugend nicht gibt. Haben Sie denn gespürt damals, Sie haben ja mit dieser Musik eigentlich so den Nerv der Zeit getroffen, das sind die 80er Jahre, jetzt in der Retrowelle wieder da. Hat man das als ganz junger Mensch gespürt, dass da so ein Durchbruch, so ein Raketenstart danach geschah? Nee, das hat natürlich mit Talent zu tun, aber auch mit einer Menge Glück, dass diese Dinge so zusammengehen, dass daraus sowas Exklusives entstehen kann. Das hat meine Vorstellung übertroffen, bei weitem, was dann mit der, also wir sind ja praktisch aus dem Start heraus, es gab ja überhaupt keine Vorgeschichte von dieser Band. Ne? Ja. Also als wir damals in die Medien kamen, gab es im Prinzip nicht viel über uns zu erzählen, ne? Weil alles eigentlich außerhalb dieser Medien stattgefunden hatte. Und jetzt sieht man immer die Anfänge, also das Talent blieb, das Glück ging dann vielleicht ein bisschen, was die musikalischen Erfolge angeht, ging abhanden oder wurde verloren. AlphaVille gibt es noch als Band, aber die Massenerfolge, die haben zumindest in den letzten Jahren nachgelassen. Woran liegt denn das? Das liegt einfach daran, weil man mit der Musik anscheinend zeitweise dann nicht mehr so viele Leute erreicht. Wenn es da ein Rezept gäbe oder eine Erklärung für, dann würde es wahrscheinlich, müssten wir über dieses Thema gar nicht reden. Aber AlphaVille gibt es in vielen anderen Medien, findet AlphaVille nach wie vor statt. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Album zu machen. Das letzte Album, was wir gemacht haben, ist von 2003. Also ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt Ende dieses Jahres wird ein neues Album, also im Oktober, denke ich, wird ein neues Album von uns rauskommen. Die Single wird wahrscheinlich September. Was erwartet uns musikalisch? Wird das? Wir haben nicht viele Studioalben jetzt in unserer 25-jährigen Geschichte gemacht. Wenn ich das grob überschlage, komme ich auf etwa 9 oder 10. Aber wir haben uns eigentlich in keinem Album wiederholt. Also wir haben kein Album versucht, irgendwie das zu machen, was wir in dem Album vorher versucht haben. Das waren immer irgendwie neue Wege, die wir beschritten haben auf jedem Album. Das wird mit diesem Album auch so sein. Aber natürlich gibt es einen roten Faden und sowas wie eine Identität, eine musikalische Identität. Marian Gold von AlphaVille. Die Band hat sich verändert in der Zusammensetzung. Sie sind nach wie vor der Sänger. Wer das alte AlphaVille, Forever Young, Big in Japan, hören will, der wird aber auch noch bedient auf Konzerten. Ja, ist völlig klar. Wir spielen irgendwie das ganze Repertoire. Ne? Wir spielen irgendwie alles, was auf den Alben drauf ist. Wenn wir 1,5 Stunden oder 2 Stunden auf der Bühne stehen, spielen wir das Material also die besten Stücke von allen Alben, die wir bislang veröffentlicht haben, plus jetzt auch die neuen Sachen. Wir hören es immer wieder gerne. Vielen Dank, Marian Gold von AlphaVille, hier bei uns. Danke.